Tischtennishelden. Conquer the Table. So, in dieser Übung haben wir jetzt mehr Koordinationstraining, vor allen Dingen auch mit ganz kleinen Abständen. Wichtig ist immer, jede Station zwei Kontakte. Der Roman wird das jetzt hier einmal durchmachen. Würde ich euch auch empfehlen, immer einen Durchgang und dann Pause, nicht mehrere hintereinander. Wichtig ist hierbei, flache Hindernisse wählen, dass ihr auch kleinen Bodenkontakt habt, dass ihr nicht irgendwann auch euch antrainiert, dass ihr sowas hier macht im Tischtennis, sondern immer möglichst ganz nah über dem Boden schweben, weil ihr dann auch euch für den nächsten Schritt eventuell wieder abstoßen könnt. Weil letztendlich müssen wir beim Tischtennis auch sehr viele Bewegungsänderungen und Richtungsänderungen machen. Und wenn wir zu große Schritte machen oder zu hohe Schritte, werden wir langsam.